Ja, dann halt das Schloss halb in der Wand. Das sieht ja auch doof aus, ne? Ach, Menno. Ist gar nicht so einfach. Oder wir lassen die Truhe komplett in der Wand. Wir können die Truhe auch hier bauen. Würde das denn aussehen? Weil benutzen kann man sie, das ist ja kein Problem, ne? Die wäre dann halt irgendwie in der Wand. Und dann noch ein Ofen daneben, einfach so zur Deko. Darüber könnte man dann. Wir bauen hier einfach so eine eingebaute Küchenzeile. Wir haben hier jetzt hier die Möglichkeit, irgendwie an der Rückseite Sachen zu machen. Ja, wir machen das so, dann passt das schon. Mesa kriegen wir da, glaube ich, auch angeschlossen. Ja, wunderbar. Mesa kriegen wir da auch dran. Drehen wir das Ganze mal irgendwie so. Nochmal, wie gesagt, der würde hier anschließen und das Blöde ist, man kann ja hier irgendwie, wenn man die Pipes führt, die verbinden sich ja automatisch und man hat auch keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, dass er das bitte nicht tun soll. Ja. Dann machen wir das dann so, dann ist das auch okay. Gucken wir, ob wir hier wieder Mese zurückkriegen. Gut. Und dann schließen wir den an dieselbe linke Plant an, das spart dann so ein bisschen irgendwie und dann. Wir brauchen noch mehr Mäuse. Wir brauchen noch mehr Mäuse. Ach, meine Güte, das ist wieder so eine Chaosfolge wie die, wo ich versucht habe, diese Tür unten zu verbauen, oder? ja, komm, wir machen mal noch mal zwei, dann haben wir die Dinger hier auch wieder verbraten. So. Rein damit, rein damit. Rein damit. Gut, dann. Ah. Mal zurück das Ganze. So. Den Eimer kann man hier oben genauso auffüllen. So. Ja, so kurz abwarten. So, wir brauchen auf jeden Fall auch noch wieder so ein Vertical. Müsste aber eigentlich reichen. Bei der Gelegenheit. Das passt auf jeden Fall. So. So, hier ist noch nichts drin, genau. Dann. So. Dann hat er nämlich jetzt auch Strom und dann sollte der dann eben Sachen, die oben reingetan werden, auch nach unten leiten. Das heißt, wir tun mal. Wir haben doch unten eine Erdekiste, die haben wir ja auch schon konfiguriert. Haben wir rechts Erde? Hier, genau. So, dann machen wir mal hier 100. Überall 100, das heißt, wir tun jetzt mal oben einen Erde rein. Ja. Gucken wir mal. Wird rausgezogen. Läuft hier längs.
und verschwindet dann erstmal. Jetzt gucken wir mal unten. Erde. Kurz abwarten. Und da ist er. Also, funktioniert, Filter funktioniert, einwandfrei. Das heißt, das ist gut hier, das läuft soweit, wie es laufen soll. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze wieder zuzimmern hier. Das machen wir gleich von oben. Moment. Ja. Ja. Da kommt ein Ofen rein. Den könnte man natürlich auch irgendwann ersetzen durch einen Stromofen. Ne, darunter haben wir jetzt da Platz. Da könnte man dann also von unten dann die Stromleitung zuführen. Und hier kommt auch noch irgendwas rein. Noch lassen wir es erstmal offen. Und dann... den hier weg, den hier weg. Slips. Doch. Das klappt ja super. Super, Bursche. So. Beziehungsweise. So, nee. So. Schade, reicht nicht. Hier ist, naja gut, okay, hier sieht man halt das Holz, aber es ist ja so ein Holzhaus, also von daher kann man das Holz dann da ja ruhig sehen, das sollte ja kein Problem sein. Da fehlt noch einer. Das Blöde ist, dass diese Dinger hier einfach Sackgasse sind, da kann man nichts weiter mit anfangen. Wir machen mal Slips. Dass wir nicht allzu viel für die Treppe jetzt verschwenden. So. Ja, und hier, ja, was auch immer man dann da reinmachen kann, wir können ja hier hinterher erstmal so einsetzen. Da kann man dann immer noch mal irgendwas machen. Gut. Holz, Junge, Holz. Holz. Müsste eigentlich einer auch reichen, oder? Wie ging denn noch diese Holz... Die hier. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ach, einmal voll ausfüllen, na gut. Dann reicht's ja doch nicht. Reicht ja immer noch nicht. So reicht's. Da. Cobblestone dazu. Und ja, dann ist das so eine Kochnischen-ähnliche Geschichte hier. Wobei mir das hier mit dieser Ecke echt nicht gut gefällt. Oh, bin schon wieder voll.
wir machen sie mal symmetrisch irgendwie. Ich glaube, das geht schon. Ja, mal gut, dass ich vorbereitet habe, ne? So, zack. Und dann passt das. Ja, mal gut, dass ich vorbereitet habe. Ja, ein paar Slaps machen können. So. So, weg und weg. Und da kommen dann die Dinger rein. So. Ja, wie gesagt, also eine Kiste, ein Ofen daneben. So. Ach, scheißegal, falsches Werkzeug. Den Ofen daneben und noch irgendwas. Ein Tisch oder irgendwas. Gucken wir mal. Aber dann haben wir hier auf jeden Fall so ein bisschen Ecke. Hier könnte man natürlich auch noch irgendwie so treppenmäßig irgendwas machen, dass man hier da wirklich diese Umrandung komplett irgendwie sauber einmal drum hat. Aber so geht das dann auch. Und naja, von außen ist halt zu. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier den letzten Rest irgendwie hochziehen. Das heißt, wir brauchen einmal den Vertical. Na gut, Vertical haben wir noch. Dann wird das Ganze nämlich schön angeschlossen hier und dann pumpt der nämlich dann direkt. Ja, er pumpt direkt raus. Sehr gut. So. Ist da natürlich dieser Scheiß. Kriegt man den hier nämlich nicht wieder zu, weil der natürlich da irgendwie jetzt dran ist. Ach man. Ist auch egal. Machen wir hier eine Doppelkiste hin. Das passt schon. So. Dann sieht man es nicht und die funktioniert ganz genauso. Ja, auch da wird es dann rausgepumpt. Und landet dann irgendwann hier unten in der Blätterkiste. Na? Das Blöde ist, wenn die Blätterkiste voll ist und die oben auch, dann läuft nämlich alles irgendwie hinten dann in die Schrottkiste. Rechts. Schrott. Na, passt nicht. Schade, ist zu lang. Rest. So. Ja, und wenn die voll ist, dann läuft's zurück. Stößt da an die One-Way-Pipes und läuft wieder hin. Und irgendwann leckt das dann, weil hier alles voller Items ist. Aber gut. Man könnte natürlich das so machen, wenn das zurückkommt. Das Blöde ist, es wird halt hier nicht zurückkommen an diese Kiste. Das mache ich dann in dem automatischen Verarbeitungssystem. Dass eben alles, was in die Kiste, aus der Kiste rausgezogen wird, läuft einmal durch das System durch. Wenn es an irgendeiner Stelle nicht genutzt werden kann, dann läuft es zurück in die Kiste und wird beim nächsten Durchlauf einfach wieder mitgenommen. Kann man hier zumachen und dann passt das. Gut, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann haben wir hier die Ecke. Und wenn wir hier was reinschmeißen, ganz genauso. Wir können ja hier spaßeshalber mal irgendwie was reintun. Das wird genommen. Läuft halt hier durch, läuft durch diese ganze Filtergeschichte durch hier oben, hier unten. Können wir mal gucken, ob das mit den Filtern tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Habe ich die da reingelegt, oder was? Ups. Also es müsste ja jetzt theoretisch irgendwann dann unten durchkommen.
Oder wird das von den Filtern abgestoßen? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, wir müssen hier doch noch mal rein und gucken, ne? Ja, gut, das hätte ich natürlich vorher mal testen können, ob das funktioniert, wie es soll, bevor ich alles zubaue. Dann kann man es nämlich gleich auch mal verfolgen, wo es überhaupt längs läuft. Dann haben wir auch gleich unseren Wartungsgang gebaut. Das ist auch schön. Irgendwo ist wieder ein Waldmonster unterwegs. So. Ist es hier irgendwo? Also gut, dann tun wir mal was rein. Ach nee, da kann man nur den Dings filtern. Ja gut, okay, das heißt, wir tun mal. Oh Mann. Wir tun mal das rein. Und dann gucken wir mal, wo das hinläuft. Also, es läuft hier durch. Läuft zurück. Wieso läuft denn das da zurück? Gelb ist doch. Oder stößt das einmal an den Filter und will dann einfach wieder woanders hin. Das kann natürlich auch sein. Müssen die deaktiviert sein? Mal gucken mal. Nanu? Gut, dann blockiert er, dann kommt er nicht durch. Also die Filter müssen an sein. Was natürlich sein kann, weil der schwarze da unten jetzt noch nicht konfiguriert ist, dass er da auch einmal gegengestoßen ist. Schwarzen. Na gut, da müsste er durchlaufen. So. Dann läuft er hier. Dann müsste er. Wir können den Weißen ja spaßeshalber mal deaktivieren.
Wir lassen den an. Es wäre dann da drin nichts. Gut, okay. Gut. Und dann läuft er, okay, dann läuft er in den rein. Weil der natürlich noch nicht weiter konfiguriert ist mit irgendwas. Wir lassen das hier mal offen, dass wir hier so ein bisschen arbeiten können. Na gut, rauskommen wir, glaube ich, dann hier, ne? Ne, da kommen wir natürlich nicht raus. Genau die richtige Stelle ausgesucht. Hier kommen wir raus, gut. Gucken, ob wir den vielleicht auch gleich irgendwie als Eingang für den Wartungsgang nehmen. Aber nee, wir lassen es erstmal so. Das machen wir dann aber wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme-Session, weil ich wollte noch rendern und das dann auch hochladen. Und das braucht natürlich auch alles ein bisschen. Und ich wollte natürlich schon irgendwie möglichst zeitnah jetzt auch die Folgen dann rausbringen. Weil gestern am Samstag kam hier irgendwie keine. Das heißt, wir müssen jetzt wieder eine machen. Mit den Pipes, wie gesagt, die Konfiguration ist, warum ist... jetzt ist hier das andere auch reingekommen, okay. Also da muss man mal gucken, wenn das dann vollständig konfiguriert ist und alles irgendwie eingestellt ist und wir einen Wartungsgang haben, dann lassen wir es nochmal laufen, aber prinzipiell funktioniert hier unten zumindest so im Kleinen die ganze Filtergeschichte schon mal ganz gut. Im großen Baum, was wir dann unten in dem großen Technikraum, das gucken wir uns dann aber nächstes Mal an. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal zurückgehen zu unserem traditionellen Abschiedspunkt. Ja. Und dann gucken wir mal. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Und dann würde ich sagen, das war's für diese Aufnahmesession und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Tschö.